Heute möchte ich euch die PIC 160 Zell Puls vorstellen. Hierzu ein paar Details. Die PIC 160 Zell Puls ist nicht nur unsere kleinste und leichteste Maschine zum E-Handschweißen, sondern wir können hiermit auch pulsen und zusätzlich Wigschweißen. Als Zusatzoption bieten wir noch einen Handgriff, den man ganz leicht oben montieren kann. Einen Staubschutzfilter, wenn man in einer staubigeren Umgebung arbeitet. Und auf der unteren Seite können wir den Fernsteller über einen 3,5 mm Klinkenstecker anschließen. Mit dem Drehrad kann man die Amperezahl frei verstellen. Auf der rechten Seite können wir zwischen den Verfahren umschalten, das heißt, wir können sagen, wir schweißen E-Hand, dann E-Hand-Zell, das heißt, wir haben eine spezielle Funktion hinterlegt zum Verschweißen von Zellelektroden und dem Wigverfahren. Durch langes Drücken der Mitteltaste können wir die Parameter vom Wigschweißen verstellen, das heißt, den Startstrom prozentual und die Upslope-Zeit zum Hauptstrom. Durch längeres Drücken der Mitteltaste kommen wir wieder zurück zum Hauptbildschirm. Auf der linken Seite können wir die Pulsfunktion aktivieren, die wir dann auch wieder im Hintergrundmenü durch langes Betätigen der Mitteltaste verstellen können. Das heißt, wir charakterisieren den Puls nach der Frequenz in Hertz, der Balance und des IPLs, das heißt des maximalen Hauptstromes. Durch das E-Handpulsen bekommen wir nicht nur eine gleichmäßigere Schuppung der Naht, sondern wir bekommen auch eine bessere Benetzung der Flanken in den Hochstromphasen. Als optionales Zubehör für die PIC 160 bieten wir die Werkstückleitung, einen Elektrodenhalter, einen Wigschweißbrenner mit Gasdrehventil, einen Staubschutzfilter, den Tragegriff, einen Fernsteller und die Stabelektroden zum E-Handschweißen. Ob auf der Baustelle, im Privatgebrauch oder für Reparaturarbeiten, die PIC 160 Zell Puls ist der ideale Begleiter.